Und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins Blut im Wasser. Nach Tychons Tod entdeckte Bayek, dass noch jemand anderes nach dem Relikt sucht. Er reist nach Sveno, um das Schiff des mysteriösen Lotus zu finden. Ach, das ist 500 Meter in die Richtung. Gönnen wir uns eine Pause. Dann will ich die Augen zu, ne? Geil. Schönes Detail. Abwechslung. Könnte die tolle ISO-Rüstung mal wieder tragen. Ich finde die irgendwie lustig. Also, so wie das Spiel gerade drauf ist, will es uns jetzt auch noch gleich in das linke untere Gebiet bringen, wo wir noch nicht waren. Whoa. Haus des blauen Lotus entdeckt. Wie unglaublich anstrengend das sein muss, hier hochzurennen. So. Ah, schöner Sonnenaufgang in den Bergen. Cool. Gehen wir mal zur Villa und fragen nach. Merti hat Besuch. Merti hat Besuch. Och, der arme Merti. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Ach nee. Was denn ist das? Fliegen wir mal mit unserer Drohne hier rüber. Noch nicht. Noch nicht? Wie noch nicht? Sieht aber aus, als wären das nur die da hinten. Drei, zwei, eins. Feuer. Verdammt. Ist zu weit weg. Muss näher ran. Einer ist ins Feuer gelaufen. Was? Hallo, ihr Brüder! Mist, das steht da! Dafür lasse ich dich leiden!
das aber. Autsch. Ein Hinweis? Noch nicht. Oh, hey. Hey, was? Stirb endlich! Leiden. Quatsch. So, wo ist denn was? Hier nicht. Ach, okay. Dann sprechen wir jetzt mit ihm. Den haben wir alle erwischt. Toll. Burp. Danke ich dir, die Soldaten an meiner Tür. Du hast mich in Theben angelogen. Sei nicht naiv. Mehr konnte ich dir nicht sagen. Hätte ich die anderen verraten, wäre ich jetzt tot. Das Relikt. Du kanntest seine Macht. Nein. Nicht bis du zu mir kamst mit blutigen Klingen und einer unbeglichenen Schuld. Sie ist noch unbeglichen. Dein Aton. Wir haben danach gesucht, ihn aber nie gefunden. Ein vergoldeter Mythos der Ordnung, Wahrheit, Gerechtigkeit an die Wände des Grabs eines Ketzers geschmiert. Nach allem, was passiert ist, stellte ich die Suche ein. Was ist passiert? Gemetzel. Eine arme Seele, die unsere Schändungen verhindern wollte. Ich wusste nicht wer, wollte es nicht wissen. Aber ich profitierte und deswegen wiegt mein Herz schwer. Erleichtere es. Als du nach Theben kamst, begann ich wieder zu suchen und wusste, jemand hatte es gefunden. Weißt du denn, wer das Relikt hat? Das blieb mir leider verwehrt. Aber es gehört nicht den Menschen. Es hat die Macht der Götter. Nicht mehr lange und jemand findet heraus, wie er diese Macht einsetzen kann. Dann möge Amun uns beistehen. Hierher führte mich die Spur. Ich habe es von einem Antiquar bei den Gräbern der Noblen. Das Relikt wurde in einem Ma'at-Ritual benutzt, das lange Zeit vergessen war. Nimm es. Ich werde dieses verfluchte Land verlassen. Der Wäger der Herzen kommt mich holen. Der gehört aber nicht hierhin. So, Schutzhelm aufsetzen. Stirb gefällig! Alles klar. Stirb. Oh, der hält aus. So, ich hätte hier nicht das, sondern ich hätte die Messer wieder. Herz geblockt. Alter, er tötet mich noch.
Halt. Bam. So. Er ist weg. Der Unbarmherzige. Palmenschnitzer. Ah, schön. Gucken wir uns die Waffe auch mal an. Der Palmenschnitzer. Gesundheit beim Töten. Diese schwere Axt, die ihre Stärke aus dem Fruchtbarkeitszyklus der Dattelpalme bezieht, stellt mit jedem Hieb das Och, das Ankh, wieder her. Hat aber ordentlich Reichweite, das Ding. Wir benutzen es mal kurz. So, hier sind wir fertig, ne? Ah, okay. Zurück zum Antiquar, also wieder nach oben. Ah, okay, da nach oben. Ah, ja. Dann machen wir jetzt zuerst das kleine Gebiet fertig, ja. Ist eh nur dieser eine Punkt da vorne noch. So, ups. Wo ist denn die Tür? Ein Speer. Gut, das heißt, wir müssen jetzt irgendwie an den um den Berg herum. Huiuiui. Fangen wir mal an. Was ist das denn da hinten? Sieht aus wie eine alte Tempelanlage, ne? Alter, ne. Die nehmen wir nicht mehr. Ey, wo ist er hin? Nächster, du kommst mir nicht. Mist. Tot. Boah, schon wieder Spiel. Ich bin doch nicht bereit dafür. Svenu Wachposten entdeckt. Und ich habe gerade versehentlich das Fragezeichen da hinten vergessen. Damit
Jetzt sind wir wieder zurück. Pyrus Anwesen entdeckt. Eine ganz große komische Kamerafahrt gerade. Ah, hier sollte ich vorsichtig sein. Hey! Du kannst nicht fliehen! War noch nicht so schwer. Gott, wo rennt das Viech? Ne, dann gehe ich zu Fuß. Man kann mir jetzt so blöd, mir zu folgen. Ja, den Weg auch endlich mal gefunden. Das Geile ist, bringt nichts. Oh. Hey, was? Hey, Chef! Reißt ihr die Eingeweide raus! Haben sie sich. Au. Oh shit. Feuer. Nein. Na toll. Du. Tod durch Feuer, das hat man mal schon mal in irgendeinem gewissen Jenseits. Gespannt, wann wir das Relikt von den Tutatch Amun kriegen. Werft. Entdeckt. Oh, ein paar mehr, ne?
erwischt. Ah, oh, ein bisschen zu lang. Oh, Fall ins Knie. Wie ärgerlich. Bewegt er sich auch mal raus da hinten? Ja, tut er. So, der letzte. Hat gelangt. Gut, dann gehen wir jetzt im Full-Fledge-Angriff. Ah, hier sollte ich unentdeckt bleiben. Hey! Robin? Was? Verletzung zu Gesicht. So, da haben wir Pfeile. Sehr gut, nehmen wir mit. Da ist der Schatz, den nehmen wir. Da sind wir wieder raus. So schnell geht's. Man kann sich das ja auch mal leicht machen. Was? Hey, was? Ich töte dich! Zu langsam bist du! Cool, der hat ihn sogar voll gegen die Wand geschubst. Geil. So, das nächste ist auch schon die Hauptquest. Verschafft mir mehr Zeit! Ich muss weiter! Verdammt! Sie haben den Arkontas getötet. Oh, da hinten. Sieht schon nach Ruin aus wieder. Mit dir. Das stimmt nicht mit dir. Ich finde den Satz immer noch am coolsten. Was ist das hier? Ach nee, das hat. Ist das Steinbruch? Oh. Gräbe der Noblen entdeckt. Okay, das sind Gräber. Sie sind eine Mauer! Sie sind eine Mauer. Ich bin keine Mauer. Ich bin keine Mauer. Bleib doch mal stehen, ey. Ich reiß dir die Augengeweide raus. Scheiße, der Nepp ist tot. Ich gleich auch. Boah, war das knapp. Hat nicht viel gefehlt. Oh. Okay, wie ist Bayer gerade abgegangen? Du bist ein Verräter, unsere... Bedeuten dir unsere Vorfahren gar nichts? Du schändest unsere Gräber, unsere Geschichte! Artames würde sie auch ohne mich plündern. So kann ich immerhin ein paar Dinge beschützen. Beschützen? Du siehst doch nur das Geld darin. Mehr Drachmen, die du beim Würfeln verspielen kannst. Priesterin... Bitte mäßigt euch. Vertraut mir. Das Gesetz wird beachtet. Das sind keine Pharaonen. Das sind unsere Brüder. Väter. Mütter.
Und vertrau mir. Unsere Mütter werden dich strafen. Du hast ein großes Talent, Bayek. Du kommst immer zur rechten Zeit. Seit wann arbeitest du schon für die Grabräuber, Tahmet? Der kleine Zwischenfall in dem Spielerzelt blieb nicht ohne Folgen. Ich hatte die Wahl, Kerker oder den Soldaten bei der Erforschung der Tempel zu helfen. Ah, du bist also die Antiquarin, die Merti erwähnte. Du hast das Ma'at-Ritual untersucht, was? Reis Atem, bitte schweig still. Hä? Wenn Athames Männer erfahren, dass ich ihnen etwas verheimlicht habe, begleite mich. Und bitte, errege nicht zu viel Aufmerksamkeit. Nö, ich bin ganz dezent. Die Ma'at-Inschriften sind hier, in der Nekropole der Noblen. Ich hatte noch keine Gelegenheit, sie alle anzusehen. Aber hier sind rothaarige Gläubige. Eine Sphäre. Moment. Könnten das Ramses Nachfahren sein? Ah, da wir vom großen Pharao sprechen. Ich habe einen faszinierenden Papyrus, der... Na, vielleicht sollte ich mir das Ritual selbst ansehen. Sei vorsichtig. In den Gräbern wimmelt es von Athames Männern. Wenn du die Sphäre findest, würde ich sie gerne sehen. Ein Relikt aus den Händen der Götter. Sowas findet man nur einmal im Leben. Einmal? Ah, ich wünschte, es wäre so. Möge deine Klinge hart zu deinen Feinden sein, Bayek. König der Könige. Das versetzen wir mal in die nächste Folge. Danke fürs Zusehen. Ciao, ciao.